und damit, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Bei Soma. Ihr habt mal stehen geblieben in der letzten Folge. Entschuldigung. Nachdem wir diesen Chipgift formatiert hatten hier. Und da draußen lief immer noch, da streift der Körper Klaus rum. Der Körper Klaus scheint ganz schön sauer gerade zu sein. Ich weiß gar nicht warum. Ich habe eigentlich nur gerade noch den Chip hier rausgenommen vor der Aufnahme. Eigentlich dürfte der nicht sauer sein darüber. Ich hoffe, der kommt jetzt hier nicht reingestiefelt. Dann sind wir am Arsch. Ich hätte noch mal ganz kurz gucken. Das hatten wir eigentlich alles fertig hier, ne? Weil hier konnten wir nichts mehr weiter machen. Dafür bräuchte ich sowieso den Chip nochmal. Den habe ich ja nur schon rausgezogen. Ich glaube, ein weiteres Mal reinsetzen kann man den Chip nicht mehr. Was ist das dann noch für ein Dokument? Strohmeier. Aha. Das sind die ganzen Personen und der Position. Okay. Das soll mich jetzt eigentlich weniger interessieren. Ich versuche jetzt irgendwie hier rauszukommen. Ah, guck mal, hier ist nochmal eine Karte. Ah, Hauptlift. Da müssen wir hin. Da oben stehen was mit Security, irgendwas. Ich denke mal, wir sind jetzt in diesem Projekt Development Hub, oder? Irgendwo ist unser Captain Klaus draußen. Da ist er. Da ist der Captain Klaus. Ich weiß noch nicht, wie wir ihn weglocken sollen, den Captain Klaus. Ich habe eine Idee. Warte mal, wir sind irgendwo da unten gleich mal. Haben wir ihn so weggelockt? Glaube ja nicht, oder? Ja, was ist er denn jetzt genau? Ich versuche jetzt einfach mal ein Glück. Ich bin ja kein Angsthase. Scheiße, da geht's nicht weiter. Das machen wir. Wir werden uns jetzt mal hier ganz, ganz ruhig in die Ecke setzen und den erstmal ein Stück vorbeilaufen lassen. Eine andere Möglichkeit haben wir jetzt sowieso erstmal nicht. Da ist er. So, jetzt ist meine. Da steht man. Verwirr meinen Geist nicht vor allen Dingen. Da war Klaus, geh weiter. Klaus geht da rein. Das ist unsere wunderbare Chance vorbei zu switchen. Komm, Klapper Klaus, du kriegst doch eh nicht mitmelden. Du bist doch eigentlich taub. So. An denen sind wir erstmal vorbei, hoffe ich mal. Was macht der da hinten? Will ich es wirklich wissen? Nein. Ich muss weiter. Ich habe eine Mission. Da ich drin. Ach, der rum. Okay, da weiß ich, wo ich ungefähr bin. Hier vorne müsste eigentlich genau perfekt. Hier müssen wir den Chip einsetzen. Ich hoffe, mein Körper Klaus kommt jetzt nicht wieder hergeschissen. Chip ist drin. There's something not hooked up right. Stop. Ich muss die Dinger noch aktivieren, ja? Ach ja, ich hab's geschafft, wa? Aktivieren. Scheiße. Oh nein. Hä? Jetzt sind wir doch wieder hier drin aufgewacht. Verstehe ich zwar gerade nicht. Schnell weg hier. Wo ist der Kappa Klaus denn jetzt hin? Oh scheiße, der da uns echt noch im Fahrstuhl erwischt hat. Hätten wir noch auswählen können. Ach, wir waren im Labor, wir sind jetzt irgendwo im Wartungssektor. Wir hätten noch zum Transport fahren können. Ich weiß nicht, ob wir jetzt überhaupt richtig sind. Wow. Ich glaube, wir haben gerade irgendwie was nicht so Tolles gemacht. Da unten können wir raus. Okay.
Machen wir erstmal die Klappe auf. Wow! Scheiße. Oh nein, dabei waren wir gerade so gut unterwegs. Scheiße, wie sollen wir denn jetzt zum diesem Lift kommen, zu diesem Omnicron? Ach Mann, Alter, das Spiel stellt dann auch manchmal vor Herausforderungen, ne? Ach nee, mal diese hässliche Stange hier weg. So. Ich denke mal, hier vorne komme ich rein. Ist das auch menschlich? Keine Ahnung. Sieht aus, als wenn mehrere Körper zusammengeschmolzen sind zu einer riesigen Säule. Ja. Yeah. Naja, gut. Also so möchte ich nicht enden, liebe Leute. Was soll ich hier machen? Okay. Ein verheißungsvoller Gang, mal wieder. Was haben wir noch im Angebot? Ah, guck mal, vorne liegt ein Shuttle. Ach, das ist bestimmt das Shuttle, mit dem wir weg wollten. Wir haben in der letzten Folge erfahren, wie du vielleicht noch weißt, dass der Brandon Wong und die da unten die Stellung gehalten hat, während Alistair, wegen Alistair, während Alice, Costa und wer waren das noch? Noch ein anderer versucht haben, mit dem Shuttle zu entkommen. Komme ich in der Shuttle rein überhaupt? Da drinnen liegt schon wieder einer. Oh nein. Ich krieg das Shuttle sogar auf. Mach's auf. Ich krieg's nicht auf. Jedenfalls nicht normal. Wer ist denn das? Liegt einer von den armen Leuten wieder? Einer bestimmt nur Alistair Costa. Ich glaube, Peter Spassky, glaube ich, war auch noch mit beteiligt. Bin mir nicht ganz sicher mehr. Komme ich vielleicht von hinten hier rein? Boah, das geht immer so röcheln lassen dann. Du siehst schon, wir sind noch ein bisschen angeschlagen von unserem Körper, Klaus, da eben. Der hat uns noch mehr zugesetzt, als man vielleicht im ersten Moment vermutet hätte. Irgendwie humpelt der gute alte Simon danach immer so komisch. Ach, kann man hier rein? Ach, man muss nicht. Nee. Deine Chance reinkommen wir auf jeden Fall schon mal nicht. Nee, keine Chance. Gut, vielleicht gibt es ja irgendwo noch einen alternativen Weg. Also da drinnen, wie gesagt, noch jemand. Die Notfallkappe werden wir garantiert nicht von vorne aufkriegen, oder? Nur vom Cockpit aus. Das sieht auch aus, Alter. Ach, scheiße, das ist da komme ich nicht wieder hoch. Ich muss schon hier. Hier. Ich will da nur wieder hoch. Ja, perfekt. Gut, also bleibt nur der Weg da. Aber ich kann mir nicht. Ich weiß nicht, wer da drin ist. Schade, ich würde es gerne herausfinden. Ich stelle da natürlich ganz schnell auf Alistair Costa. Kann es natürlich in dem Moment jetzt nicht beweisen. Simon, warum? Nein, nicht. Nein, nein, nein! Ach man, oh, wir waren so gut unterwegs. Was machst du da mit uns? Körperklaus? Körperklaus? Hallo? Körperklaus? Sollte das jetzt nur sein oder Also ich sehe schon mal. It's okay. What? It's over now. Relax. Ashley? What are you doing here? Hanging out, like couples do. We're not. You don't want me? Yes. Of course. What happened? We fell in love. Das kann nicht echt sein, wollte ich schon sagen. Wir waren noch eben noch
Wir wurden doch eben noch von diesem komischen Vieh angegriffen. Was hat das mit uns gemacht? Was hat uns dann diese komische Säule einge... Ist ja eklig, als wenn einer Mettwurst machen würde. So sieht das aus. Aber Ekel-Mettwurst natürlich, ne? Okay, damit steht schon mal fest, vorne kommen wir nicht mehr weiter. Da brennt es nämlich jetzt, nachdem er uns da so nett attackieren musste. Da hat sogar das Teil hier weggerissen. Da kannst du mal sehen, was für eine Kraft diese komischen Viecher haben müssen. So, jetzt darf ich mir wieder mal einen neuen Weg suchen. Da komme ich auch nicht weiter. Und ich frage mich, wo unser Körper Klaus jetzt überhaupt hingelaufen ist. Guck dir mal einer an, er hat die Tür vom Shuttle aufgerissen. Also ich schätze mal, da vorne geht's weiter. Ich werde natürlich hier nochmal kurz gucken. Gucken wir gleich nochmal rein. Ich glaube, ich esse heute nichts mehr nach diesen Bildern. Da dreht sich eine Erderbahn irgendwann. Was ist da schon wieder los? Warum hat Simon schon wieder ernsthafte Probleme? Wer bist du denn überhaupt, gute Lady? Ich weiß nur eins gerade, wenn wir uns der Dame nähern, dann ist das, als wenn wir uns schon so einer von dieser Wow-Kreaturen nähern. Ich kann nicht mal genau sagen, wer das ist. Ich sehe nur, dass irgendeine Frau ist. Also ich würde sagen, ich sage jetzt einfach mal, das ist Alice Costa. Ich weiß gar nicht, wie Alice da rumkomme. Der Shuttle benutzt kann ich eh nicht mehr, oder? Nein? Warte mal, da war was, ne? Also drücken kann ich noch, mir ist schon was. Das ist alles Schrott. Ja, war ja klar, dass man nicht mehr zu nutzen ist. Also die verwandelt sich ja jetzt schon langsam in so eine Wow-Kreatur. Also in so einen Klepperklaus. Achso, an dieser Stelle möchte ich nochmal betonen, ich habe nichts gegen Klaus. Also gegen den Namen Klaus. Aber diese Viecher, die sind, ja, es ist ja selber, ne? Das ist mega eklig, die Viecher. So, guck mal, ich hab nicht drauf gemacht. Ich sag mal, hat hier irgendeiner Lust, seine Wände neu einzustreichen? Aber, was war das denn da hinten? Ich hab da irgendwas kurz aufblitzen sehen. Oh nein, ich glaube, Klapperklaus ist im Raum. Nein, nicht schon wieder der. Nicht schon wieder. Hier ist wieder irgendwas Mechanisches zu hören. Alter, wo muss ich noch? Wo ist das Vieh? Warte, hier kann man niemanden mehr identifizieren. Ich glaube, hier geht's weiter, wa? Ich habe sowas von keine Ahnung. Weil mein Problem ist auch einfach, ich sehe auch kaum was von irgendwie. Da kann man schon mal weiter. Da vorne ist Klapperklaus. Kann man hier runter? Nee, nicht wirklich, ne? Ich muss mal irgendwie Licht machen. Oh! Ich wollte schon sagen, dieses Flackerlicht bringt mir auch nicht viel. Alter Schwede, ich bin hier voll am Arsch, Alter. Voll am Arsch. Ich würde sagen, da vorne kommt Klapperklaus gerade angestiefelt. Das heißt, ich mache einen Schuh und bin erstmal weg. Und hier kann man sowieso nichts drücken oder so, ne? Doch, hier kann man was drücken und drehen und... Aber die Frage ist, was bringt denn das mit dem Drücken und Drehen und Schalten? Weißt du, den Knopf drücken? Ja, da habe ich schon mal irgendwas aktiviert.
Scheiße, Körpertausend sind dann hier. Sollte nicht so viel Kraft machen. Und ich hoffe, er ändert jetzt nicht auf einmal selbstständig die Route. Das hört sich gerade nicht so an. Okay, ich will einfach nur mal gucken, wo es hier lang geht. Da kann man nach oben oder nach unten. Also ich bin gerade echt am überlegen, ob ich nicht eine andere Route erstmal nehme. Ich gehe jetzt erstmal kurz hier unten. Das ist eine Sackgasse. Ich glaube, ich spiele gerade Katz und Maus Spiel mit dem. Ist mir aber total egal. Hauptsache ich komme dahin, wo ich hin will. Also, das muss ich doch wieder ausgegangen. Ah, das ist noch nicht richtig aktiviert. Da müssen wir noch irgendwas anderes aktivieren vorher. Da war auch eine Sackgasse. Ey, diese Rollstuhlhüsse, Alter. Oh, hör doch mal auf, Mann. Und ich frage mich gerade, wo es Körpertausend ist. Er ist hier reingelaufen. Körpertausend ist da reingelaufen, das ist das Problem. Ich hätte mal den Raum nicht offen stehen lassen sollen. Ich muss da rein und ich will aber nicht, dass er mit der hergeschissen kommt gleich. Auf weiter Körpertaus. Ich versuche jetzt aber mein Glück hier reinzukommen und die Tür zu schließen. Komm Körpertaus, lass doch gar nicht mitbekommen. Ich bin so cool drauf, ich hat der gerade die Tür geöffnet da hinten? Hat gerade selbstständig da hinten die Tür geöffnet, dieser Arsch. Das verstehe ich ja nicht, dass diese Viecher auch die Türen öffnen können. Das ist eklig. Du kannst sie nicht mal irgendwo einsperren selber. Du kannst nicht mal gewiss sein, dass hinter dir wirklich alles zu ist. Aber jetzt haben wir erstmal Ruhe, oder? Ich glaube, der spiegelt gerade genau auf uns zu. Oh. Alter, die Fresse! Scheiße, hat die Tür geöffnet. Hat die Tür geöffnet. Ich hoffe, er kommt jetzt nicht genau in diese Ecke gestiefelt. Dann ist er aber angearscht. Nicht Licht anzumachen. Obwohl ich glaube, dass die Viecher ja auf Geräusche ausgelegt sind. Ich mache jetzt Tür zu. Ich habe mal fix Tür zugemacht und werde mir mal fix die Wow hier holen. Also diese komische Spitzestation hier. Ein ganzes Leben einfach durch eingesaugt. Einfach durch einsaugen übernommen. Nein, keine Ahnung, was das Ding mit uns macht. Ich will's auch nicht wissen. Scheiße. Gerade in dem Moment, wo ich die Tür geöffnet hat, hat er da auch gedrückt. Oder es, ich sag mal es lieber. Ich glaube, ich hab's gerade geärgert. Oder verärgert. Komm, verlass den Raum, Alter. Hat keinen Zweck mit dir mehr. Ich muss hier rein auf jeden Fall. Ey,
zwar nichts direkt hier. Türchen schließen. Ich hoffe, Lüftungsschächte kann jetzt nicht krabbeln. Also dann drehe ich echt einen Zipfel. Wenn es mir jetzt auch noch durch den Lüftungsschacht hinterher gekrabbelt kommt, dann ist alles irgendwas falsch hier. Guck mal, das Kabel geht auch dann durch. Ich denke mal, wir müssen irgendwo den Strom aktivieren, würde ich mal behaupten. Ah, ich habe gerade gedacht, da geht's weiter, aber dann, na gut. Ja. Das Spiel wird gespeichert. Obwohl es sich immer noch so anders, wenn irgendwo so ein ekliges Vieh rumrennt. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ich denke mal, wir müssen hier was aktivieren, oder? Boah, das hört sich aber auch viel ekelig an die ganze Zeit schon. Scheiße, hat schon wieder irgendwas die Tür geöffnet da vorne. Du kriegst keine ruhige Minute, das ist das Problem. Nein, das Vieh kommt hier hergestiefelt. Nein, bleib weg. Klaus geht wieder. Im Moment dachte ich jetzt, jetzt kommt das Vieh an und macht Hackfleisch aus uns. Also Einheitsbrei, wie du ja vorhin schon gesehen hast, hat einen roten, schwarz, rot-schwarzen Einheitsbrei. Aber er hat sich nochmal abgewandt von uns. Kann ich da irgendwas aktivieren? Nein. Kann schon wieder nicht irgendwo Richtung. Einfach ganz ruhig stehen bleiben und ganz cool in der Ecke bleiben und hoffen, dass man nicht erwischt wird. Körperklaus. Muss mal langsam aus dieser Ecke raus. Jetzt aber erstmal Tür zu hier. Ich habe erstmal das Türchen zugemacht. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war oder nicht. Das hört sich schon wieder so mechanisch an hier. Ich sag mal, ist das der gleiche Raum wie eben? Ich bin echt verwirrt gerade. Hier geht es irgendwie komischerweise gar nicht weiter. Die Krücke hat gerade die Tür aufgemacht schon wieder. Ich möchte mal gerne an dem Vieh vorbeikommen. So. Tür auch wieder zu. Gut, ich habe damit vielleicht ein bisschen Krach gemacht, eine Tür zu machen. Aber ich... Scheiße. Ich muss irgendwo weiterkommen. Definitiv. Ich sag mal, es muss doch mal einen Weg weitergehen. Ich hätte das lieber nicht machen sollen, wa? Okay, wir haben uns irgendwo nochmal mit der Wow verbunden. Ich werde mich hier hinterher nochmal verstecken, das kurz. Und zack, wo ist er? Das ist die Frage. Weiß ich. Also vom Sehenaspekt kann er sehr nicht sehr blind, muss er sehr blind sein. Scheiße, das hat er versetzt. Oder gesagt, entdeckt. Oh,
Ich dachte mir, keine Ahnung, das schreit so komisch und das verwirrt. Scheiße. Ich wollte schon sagen, das Schreien verwirrt unseren Geist. Aber anscheinend noch mehr. Jetzt aber sind wir nicht. Wenn ich hier gewesen nehmt. Es wirkt irgendwie gerade alles so gleich. Ich hab keine Ahnung. Setz mich wieder mal in die dunkle Ecke. Ich hab keine Ahnung, was tut das. Ja, pack Klaus. Geh weg. Klaus haut erstmal ab. Wir können uns mal hier so umzugucken. Da komme ich nicht weiter durch. Alter, wo muss ich hier lang? Gehen wir mal hier rein, Felix. Kann man nicht immer, ich hab das Gefühl, wir rennen die ganze Zeit im Kreis rum. Ich weiß nicht, aber irgendwie ist das ja relativ undurchsichtig gerade. Also ich kann mir ja schon vorstellen, dass wir irgendwo den Strom mal machen müssen, aber wo und wie und warum, ich hab noch keine Ahnung. Nämlich wie Klapper Klaus zwischen den Dingern so schnell hin und her wechseln kann, während wir alle Probleme haben, überhaupt irgendwo hinzukommen. Der kommt irgendwo von da durch. Meiner, der kommt irgendwo von da durch. Ach, jetzt sind wir auf der anderen Seite von dem Raum eben. Guck mal. Guck mal, eben waren wir auf der anderen Seite, da konnten wir, oder wo waren das jetzt? Da konnten wir da nicht weiterkommen, hier. Bin durch den Lüftungsschacht gekrabbelt. Ich würde am liebsten gerade irgendwas werfen, um den abzulenken, aber ich habe nichts parat gerade. Alter, wo ist... Wo steht der da schon wieder hin, Alter? Vielleicht kann ich ein bisschen ärgern. Vielleicht kann ich ihn da sehr ein bisschen hart. Oder auch nicht. Wenn ich in dieser Warteposition kann, will ich jetzt nicht bleiben. Habt das für unseren Geist nicht gut. Sollte doch eigentlich genug Aufmerksamkeit erzeugt haben, oder? Perfekt. Das hat erstmal gereicht, um ihn abzulenken vom Ziel. Oh nein, ich will wieder durch. Das ist offen, Idiot. So, wir sind erstmal irgendwo angekommen. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ich habe das Gefühl, wir rennen die ganze Zeit im Kreis. Irgendwie weiß ich auch nicht. Ich hab... Was soll ich denn hier machen? Stromausfall, scheiße. Und das mit dem Stromausfall habe ich unglücklicherweise auch schon mitbekommen. Wer jetzt clever ist, kommt er hier lang. Da sind wir an der Arsch. Im besten Fall läuft er einfach vorbei.
Warum flackert denn da nicht gerade so komisch? Der rennt da vorne rein. Na gut, das ist mal eine kleine Verschnaufspause für uns. So. Und damit würde ich auch erstmal sagen, sind wir wieder am Ende der Folge angekommen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du gruselst dich gerne mit mir. Und wir sehen uns in der nächsten Folge bestimmt wieder. Bis dahin. Ciao, bis dann.